Dies ist eine Zeit der Enthaltsamkeit, der inneren Einkehr und vor allem eine Zeit strenger Buße. Es war einmal ein kleines Dorf, in dem die Kälte regierte. Bis eine Frau auftauchte. Wer zum Teufel sind Sie? Wir sind wegen der Patisserie gekommen. Wir möchten Sie gern mieten und die Wohnung darüber. Und einen Weg fand, das Eis zu brechen. Ich habe gehört, sie soll eine Radikale sein. Ich habe gehört, sie ist eine Atheistin. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Sie eröffnet unmittelbar vor der Fastenzeit eine Schokolaterie? Oh nein, das gehört sich doch nun wirklich nicht. Sie tun Cayennepfeffer in die heiße Schokolade. Das wird sie in Schwung bringen. Es schmeckt wie etwas, das ich getrunken habe, als ich ein kleines Mädchen war. Für Ihren Mann. Kakaobohnen aus Guatemala, um die Leidenschaft zu entfachen. Offensichtlich haben Sie meinen Mann noch nicht kennengelernt. Offensichtlich haben Sie es noch nicht hiermit versucht. Haben Sie vielleicht noch mehr von diesen Bohnendingern? Wie viele möchten Sie? Wie viele haben Sie noch? Ich sollte Sie warnen, wenn Sie sich mit uns anfreunden, machen Sie sich andere zu Feinden. Ist das ein Versprechen? Sie lacht uns aus, sie verspottet unsere Tradition. Wann unternehmen Sie etwas dagegen? Warum interessiert es Sie, was diese engstirnigen Dörfler denken? Wir können Ihnen mit allem Nachdruck begreiflich machen, dass Sie hier nicht erwünscht sind. Möchten Sie nicht auf eine Tasse Schokolade hereinkommen? Was ist mit Boykottiert die Unmoral? Was ist damit? Vom Oscar-nominierten Regisseur von Gottes Werk und Teufels Beitrag. Ich werde mal vorbeikommen und Ihre Tür ein wenig ölen. Stand diese sündhaft köstliche und komische Geschichte. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, wären Sie jetzt in größter Gefahr. Mit Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche, Oscar-Preisträgerin Judy Dench, Alfred Molina, der Oscar-nominierten Lena Olin und Johnny Depp. Lassen Sie sich verzaubern. Schokolade. Ein kleiner Biss genügt.